Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Sonne. Oder besser gesagt Mond. Ja, okay, Mond ist es. Und wir werden heute, also erstmal werden wir die Mütze holen und in Sportbeutel natürlich. Nee. Natürlich, der Beutel. Ich sag gar kein Sportbeutel. Wir treiben ja überhaupt gar keinen Sport. Ja. Sieht doch ganz nett aus. Maut. Ich dachte wirklich, dass... Sieht so aus, als wäre... Wärst du reisefertig? Viel Spaß! Wieso denn viel Spaß? Ich bin doch noch hier! Viel Spaß sagt man, wenn man wegreist. Also, wenn man sofort weggeht. Keine Sorge, die restlichen Kartons kann ich alleine auspacken. Was? Ich will dir aber helfen. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Was ist mit Mauzi? Das ist dein Pokémon! Wow! Stylische Mütze. Und was ist mit meinem Beutel? Rucksack. Ist ein Rucksack. Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Sie hat doch selbst eins. Kann sie mir nicht das einfach geben? Gut. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Ich will dabei die Socken, nicht auf die Socken gehen, sondern in die Socken reinschlüpfen. Also sie anziehen. Ab nach Lili. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Okay. Können wir machen. Ja, okay, Leute, dann mache ich kurz mal einen Schnitt, denn ich möchte mal was hier umstellen. Sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt geht's weiter. Ja, ich habe kurz mal was umgestellt. Okay, los geht's. So, ich musste noch mal kurz was umstellen. So, jetzt geht's auch endlich wieder weiter. Genau, da ist Professor Kukue. Also dann, willkommen in Alola. Einem wahren Paradies für Pokémon. Ich dachte, das wäre ein Rechtschreibfehler. Ich habe mich schon gewundert, denn hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Und deshalb muss ich dich also so schnell wie möglich zu dem Inselkönig vorstellen. Folgt mir. Das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Ja, die alle wollen reden, aber die geben nix, habe ich schon festgestellt. Und Dandy Hero, wie gefällt's dir hier in Alola? Naja, ich konnte noch nicht so viel Erfahrung sammeln, weil ich ja eben gerade erst aufgebrochen bin, aber bisher gefällt's mir auf jeden Fall, klasse. Das hört man gern. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ans Herz gewachsen ist. Ich habe bisher fast nichts gesehen, also ja, super. Ich
Kann, natürlich, natürlich ist alles schon ins Herz gewachsen, natürlich. Und da haben wir einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Dün. Dün. Ach was. In Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacken du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat. Dann kämpfen wir. Der Professor soll schon mal gegen die Arenaleiter gekämpft und gewonnen haben. Also. Oh mein Gott, ein Pikachu! OMG! OMG! Ich will's haben. Schau. Du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Klar, würde doch jeder tun. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Und das fange ich mir. Ich meine, das bekomme ich natürlich. Oder klaue ich es mir lieber doch? Und Trainer lassen ihre Lieblings-Pokémon ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, welches Team besser drauf hat. Los, Mangu Niero Niero. Das andere ist natürlich das Alola Mauzi. Ja. Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Kampf austragen. Ich hab noch kein Pokémon. Ja, also hier, siehst du? Dank der Pokémon lernt man hier die im Handumdrehen neue Leute kennen. Ja, in Ordnung. Dann wollen wir mal. Lilly geht direkt voraus. Ja, was für ein Name von der Stadt, Lilly. Das ist der beste Name der Welt. Ich hätte mir keinen besseren Namen überlegen können. Da wären wir schon. Das hier ist das wunderschöne Lilly. Okay, schön für dich. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Lilly, von Mimi, Kaburiki von allen verehrt. Kapuriki, ja, das ist ein. Ja, die Schutzpatronen-Pokémon sind ja legendäre Pokémon. Das kann man ja sagen. Ja, wo sind denn alle? Keine Ahnung. Vielleicht warten sie. Wartet. Ja. Alle sind weg. Oh mein Gott! Ja, vielleicht wartet der Typ, der mir das Pokémon geben soll, irgendwo anders. Ja, der Inselkönig sieht. Sieht so aus, als wäre er nicht da. Wie der Inselkönig hat halt, ha, wie er eben ist, ja, also, ja. Ich verpiss mich und, ja, wo ist er? Wo ist er? Ja, hä? Was ist denn das? Was? Wo? Ist das nicht, was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Mit wem redet sie da? Ich weiß es nicht. Vielleicht mit dem Pokémon, das wir vorhin gesehen haben? Genau weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht werden wir es ja gleich herausfinden.
So. Dann suchen wir mal nach diesem Schutzpatronen-Pokémon, beziehungsweise nach diesem Mädchen mit diesem Ding. Ich weiß, ist es ein Pokémon? Ich weiß es nicht. Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Also, ist es ein Pokémon? Also, Mensch kann es nicht sein, weil es ja in einer Tasche ist. Also, außerdem sah es vorhin sowieso nicht aus wie ein Mensch. Okay, was passiert jetzt? Mädchen, ich will dir helfen. Hi. Was ist? Alles okay bei dir? Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Oh nein. Sieht auch nicht so gut aus. Pfui. Oder keine Ahnung, was er sagt. Diese Habitats greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottert richtig die Knie. Okay, Wölkchen, ich komme. Wow. 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 Bloß nicht runtergefallen. Ah! Wir müssen das Pokémon retten. Das arme Pokémon. Nein! Was? Wer ist das? Ist das dieses Schutzpatron-Pokémon? Ich weiß es nicht. Oder wer ist das? Pfui. Was für ein Glück. Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Hä? Du weißt doch, dass du das nicht darfst, nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat. Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Bitte, bitte hör auf. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir bedanken. Falls damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Seite gewesen, dich zu beschützen. Wie? Du hattest Höhenangst, du bist nicht gekommen. Ich musste dich retten. Also diese Pokémon. Aber ich hatte. Ich war völlig hilflos. Hilflos? Denkst du, ich bin hilflos gewesen? Ich bin auch hilflos. Also, ich rette dein Pokémon. Also, das geht gar nicht. Was hast du? Was ist das?
Pfui, pfui. Ich weiß nicht, was er sagt. Ein glitzernder Stein. Er fühlt sich ganz warm an. Oh, Entschuldigung. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Ja. Dass du uns geholfen hast. Also, meine Pokémon. Weißt du, wie heißt du eigentlich? Willst du mir nicht sagen, der Stein gehört dir, oder? Kannst du mir mal deinen Namen verraten, bitte? Yeah, ein glitzernder Stein habe ich erhalten. Als Item. Yeah. Bitte verrate niemanden etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Ja klar. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Nicht in den Pokéball? Pfui! Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfallen, aber so überfalle. Aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ich habe noch kein Pokémon, aber okay. Und zwar werde ich jetzt den Part beenden. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.